Die Nekrorüstung. Viele Jahre lang ganz still. Eines Tages regt sich etwas im Inneren. Etwas Neues. Lupoto. Guckt euch diese kleinen Hüpflinge an, die sind so süß. Und wir stehen auf. Hallo? Hi. Und wir dürfen lenken. Und wenn wir lenken dürfen, dürfen wir auch die Webcam einblenden. Einen wunderherzlichen guten Tag und willkommen zu Jagos Ghost Song Playthrough. Wir spielen auf dem höheren Schwierigkeitsgrad auf Original. Und das Ganze ist ein Metroidvania, wie so häufig auf meinem Kanal. Und das Ganze orientiert sich sehr stark an dem guten alten Original Metroid. Also wir sehen es schon an dem Blaster hier, wir können halt einfach nur springen. Wir sind mit einem Raumschiff auf irgendeinem Planeten gestrandet. Alles sehr Metroid und ich bin in den 5 Minuten, die ich gerade mal angespielt habe, mal nach rechts gegangen, da wo wir lang sollen. Dementsprechend gehe ich jetzt natürlich nach links. Ist noch ein abgestürztes Raumschiff und ein Android, I guess. Wir haben natürlich auch... Oh, was bist du? Willst du mir schaden? Okay. Oh, war das projiziert von dir? Oh, du willst mir schaden, oder? Jo. So, also wir können schießen. Das macht ziemlich guten Schaden. Wir können aber auch schlagen. Das macht, glaube ich, noch mehr Schaden. Ist das Leben? Oh, das ist Leben. Nee, das ist nicht Leben. Das ist Geld. Ah. Wir können auch unseren Blaster benutzen, um zu zielen. Der kriegt jetzt nicht so viel Schaden. Liselle Thal, die verschollene Jägerin. Oh mein Gott. Das war nicht so gut. Okay. Wir haben verringerte maximale HP jetzt. Keine Ahnung, ob das gut ist. Wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, ich kann die zerschießen, aber es bringt mir nichts. Warum tue ich das? Ich bin ein Monster. Okay, wir gehen jetzt mal da lang, wo wir eigentlich lang sollen. Sind das Schwerter, die im Boden stecken? Ne, das sind irgendwelche Sender vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier in diese Höhle. Hier am Boden sind so grüne Schneckchen, die man aufschnabbeln kann. Mit X feuern wir den Blaster ab. Das habe ich euch schon gezeigt. Ist nichts Neues, ist nichts Besonderes. Aber ich habe das Gefühl so vom... Wie sich das Spiel jetzt direkt am Anfang präsentiert, könnte das tatsächlich ein gutes Spiel werden. Und ich weiß, es hat zwar Song im Titel, aber das ist nicht das Spiel, auf das ihr wartet, das Song im Titel hat. Aber bis Silk Song rauskommt, werden wir schon noch ein, zwei Spiele durchspielen können. So, mal kurz die Helligkeit der Webcam runtergestellt, damit ich nicht so überbelichtet rüberkomme. Hier ist offensichtlich ein nicht ganz so freundlicher Planet trotzdem. Die Dinger sind extrem tanky, droppen eine Menge Zeug nach unten. Wird von uns so ein bisschen aufgesaugt, es fliegt zumindest in unsere Richtung. Ich schätze, damit können wir uns irgendwann upgraden. Aber ich mag jetzt schon die Präsentation vom Planeten. Ich höre doch noch irgendwas auf meinem linken Ohr. Kann ich da nicht rein? Okay, was ist das hier? Ein Kartografiegerät. Öffnet das Statusmenü und wechselt zum Kartenreiter. Räume, die du entdeckst, werden zur Karte hinzugefügt. Okay, das ist unsere Karte. Ich schätze, das ist unsere Leiche, weil ich mal davon ausgehe, dass da unsere Seelen sind. Wir können Markierungen platzieren. Oh, yes! Ja, 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 ja. Und ich kann so viele platzieren, wie ich will. Ist ein Traum. Und oh, wenn ich aber gedrückt halte, dann entferne ich alle diese Markierungen. Das heißt, wenn ich 200 davon mache und dann 20 davon, entferne ich alle, wenn ich A gedrückt halte. Uff. Das ist nicht ganz optimal. Ah, ich kann aber drüber hoffen, dann einen Einzelweg wegmachen. Okay, alles klar. Wir haben auch noch verschiedene Module. Da habe ich mich noch gar nicht reingeguckt.
Wir haben Blaster-Module, wir haben Anzugsmodule, kommt wahrscheinlich erst später. Geschützleistung, Vitalität, Entschlossenheit, keine Ahnung. Und wir haben sogar ein kleines Statusfenster mit Klasse, verlorene Seele, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir haben Level 4, wir haben HP, wir haben Energie, wir haben Ausdauer. Ich weiß jetzt noch nicht, was der Unterschied zwischen Energie und Ausdauer ist. Vielleicht ist es eine Mana und das andere ist halt Ausdauer. Geschützleistung, Vitalität, Entschlossenheit, das sind unsere Hauptattribute. Zustand, leicht beschädigt, Module 0 von 39, also gibt es wohl doch ein bisschen. Und Glück. Keine Ahnung. Nanogel, eine wertvolle Substanz. Ich mag auch das kleine Icon da unten rechts, was jetzt halt von meinem Bild ein bisschen, also von mir ein bisschen verdeckt ist, aber ich fand es immer noch besser, als wenn ich dann hier oben irgendwie die Webcam habe oder da unten, wo ich die Hälfte vom Text verdecke oder da ganz oben, ach, das seht ihr gar nicht, da ganz oben, wo ich die ganzen Huts verdecke. Naja, egal, genug geschwafelt. Wir gehen weiter. Zurück in die Stimmung. Huch. Berechtigte Frage. Bist du eine Blume? Die ist einfach da rausgeschossen. So, das ist übrigens exakt bis dahin habe ich gespielt. Hier rechts war ich schon gar nicht mehr. Weil ich wollte nur mal testen, wo ich die Webcam am besten hinpacke. Und ich denke, da unten rechts ist ganz gut. Die sehen aus wie Aliens. Eine sehr kluge Aussage in einem, auf einem Alien-Planeten. Aber so bin ich halt. Achso, wenn ich so schieße, dann schieße ich langsamer, wenn ich... Ah ne, mein Blaster überhitzt. Seht ihr das? Mein Blaster ist am Überhitzen. Jetzt ist er wieder abgekühlt. Schieße ich jetzt wieder schneller? Oh, das ist keine Blume, das verfolgt mich. Ich schieße am Anfang schneller und später schieße ich dann langsamer. Mach aber wahrscheinlich mehr Damage. Ja, die ersten paar Schüsse machen weniger Schaden, die später machen mehr. Gibt's Headshots? Führe Nahkampfangriffe durch. Nahkampfangriffe sind noch stärker, wenn der Lauf des Geschützes vor Hitze rot glüht. Versuche also die beiden Angriffsarten zu kombinieren. Das gefällt mir. Das heißt, wir schießen den jetzt an. Und jetzt... geil. Da hinten ist ein Roboter, irgendein Gundam, irgendein Mech. Kann ich hier die Sachen... Achso, nee, kann ich nicht kaputt machen. Will ich jetzt hier weiter oder will ich nach unten? Ich würde ja schon gerne... Nee, ich gucke mich erstmal um. Rennen kann ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht. Zumindest habe ich noch keine Taste dafür gefunden. Willst du mich auch umbringen? Oh, ist das... ja, alles wird uns umbringen. Bell, die Wanderin. Bist du Bell? Oh mein Gott, du bist auf jeden Fall tanky. Ah, Ausdauer brauche ich zum Schlagen. Das ist die blaue Leiste, die sich oben gerade wieder auffüllt. Okay, das war noch nicht ganz so schwer. Oh, sag nicht, ich kriege jetzt den Double Jump. Das wäre ja der niceste Shit. Heilungscan. Drücke L, um LP wiederherzustellen. Ladung, wenn über dem LP-Balken angezeigt werden, wieder aufgefüllt, wenn du deinen Speicherpunkt aufsuchst. Okay. Ach, wird einfach benutzt. Okay. Nice. Ein bisschen wie ein Hollow Knight. Da kommt man sich ja auch einfach heilen. Sehr gut. Bin ich nicht böse drum, wenn sich das Spiel an Hollow Knight orientiert. Das klingt ein bisschen wie eine Ente. Meek, meek, meek. Denn Hollow Knight ist ein sehr gutes Game. Das würde ich gerne gleich mal auf der Karte markieren, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Kann ich hier reinzoomen? Ach, das ist schon maximal reingezoomt. Na, das ist natürlich ein Big Move. Ein bisschen ungünstig, dass das verschiedene Monster sind, die man da markieren kann. Aber ich mache da mal einen Marker hin. Einfach, dass ich weiß, dass man da nochmal lang kann. Ich meine, ich schätze, da müssen wir sowieso früher oder später hin. Ob wir jetzt den Walljump oder den Double Jump als nächstes bekommen, ist zwar fraglich, aber wir gucken mal. Und ja, was gibt's noch zu sagen zu dem Spiel? Das Game kam am 2. November raus, wenn ich mich nicht irre. 2. November 2022. Ist momentan im Game Pass enthalten, was für mich natürlich sehr praktisch ist, weil, ne, den habe ich ja. Und... probiere das jetzt eigentlich nur mal aus für die erste Folge jetzt. Wir spielen jetzt die erste Folge hier mal als Bonus auf dem Kanal. Und dann läuft Phenotropia währenddessen parallel weiter. Und wenn sich... Oh Gott, die Geisterlady ist wieder hier. Sollen wir der folgen? Ich meine, als wir das letzte Mal ihr entgegengelaufen sind, sind wir gestorben. Also ich weiß nicht, was da schief gehen kann. Also let's go. Norberg Laboratory. Laboratorium.
Die hat aber lange Beine da hinten. Speichern. Ach so. Hier kann man rasten an der Blume. Okay, wir fahren den Suit wieder hoch. Verwenden. Du bist ein was? Ich glaube, das ist eher ein Roboter. Sieht ein bisschen aus wie eine Shoso-Statue aus Metroid. Reparieren. Komplett reparieren. Die maximalen HP. Ah, okay. Stufe aufsteigen. Kostet 100. Bevorzugt das Attribut Geschützleistung. Geschützleistung bestimmt, wie viel Schaden du mit Schuss und Explosivwaffen verursachst. Explosivwaffen? Vitalität macht dich widerstandsfähiger. Wirkt sich auf den von dir verursachten physischen Schaden sowie deine maximalen LP aus. Entschlossenheit beeinflusst deinen Vorrat an Energie, Ausdauer und LP. Erhöht gelegentlich den Schaden von bestimmten Waffen. Ich weiß nicht. Ich meine, Schaden ist immer gut. Wird schon okay sein. Wahrscheinlich könnte ich wieder einfach HP skillen und dann würde ich gewinnen, so wie in jedem einzelnen Souls-like. Also legit einfach HP stacken ist immer gut. Und ich warte noch auf den Tag, wo mir jemand ein Spiel zeigen kann, an dem es nicht gut ist, HP zu stacken. Da komme ich noch nicht rein. Das war bestimmt nicht gut, oder? Das lässt mich auf jeden Fall nicht rein. Naja. Jedenfalls, wenn Phinotopia sich dann irgendwann so langsam dem Ende nähert, dann werde ich wieder eine... Oh Gott. Eine, oh Gott. Oh Gott, ich fahre runter. Dann werde ich wieder eine Umfrage machen. Ob ihr lieber als nächstes Moonscars sehen wollt oder das hier. Da dürft ihr dann wieder entscheiden. Aber vermutlich läuft es darauf hinaus, dass ich sowieso beides spielen werde. Weil ich glaube, beide Spiele sind extrem gut. Gib mir mein Geld. Das finde ich ein bisschen nervig, dass man wieder wie in Hollow Knight den Sachen hinterher springen muss. Dann springe ich wieder manchmal in den Tod, damit ich dann 2 XP kriege. Oder 2 Währungen, oder wie auch immer das dann genannt werden will. Ist hier ein Secret? Kein Secret. Okay, wir gucken uns mal die Karte an, ob ich irgendwas übersehen habe. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Könnt ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr ranzoomen, die Karte. Aber, also ich darf das nicht, aber es wäre cool, wenn es gehen würde. Da ist wieder die Lady. Dann gehe ich dieses Mal links lang. Seid ihr... Ah, ihr seid Fliegeficker. Wie in Metroid. Lasst mich in Ruhe. Kleine Nanogel-Ansammlung. Okay. Da komme ich im Leben nicht hoch. Da kann man aber rein. Oh boy. Hello. Kann ich mit dir... Oh. Ach, da ist... Ah. Boah, wie tanky. Ah, jetzt ist es down. Holy Jesus. Das hat sich gelohnt. Wir haben einen kleinen XP-Vorrat gefunden. Voll nice. Ich hätte gedacht, dass wir dann da oben hinkommen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir dafür wirklich den Double Jump, Spin Attack, Double Triple Jump. Keine Ahnung. Vielleicht auch einfach so ein bisschen Hover gleiten mit den Schuhen oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Was ein Sprung. Oh, okay. Dann kriegt man da so eine kleine Plattform, dass man nicht runterfällt. Nachdem man rausspringt. Finde ich ganz nett. Sind das eigentlich Eier an der Decke? Ih. Kann ich die Partikel wegschießen? Nein. Aber wir haben mehr Reichweite, als unsere Anzeige lang ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Sollte mich nicht treffen. Ja, ich muss kurz mal warten, bis mein Blaster sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Kann ich hier irgendwie reingehen? Ich mag auch die Idee, dass du eine Mischung zwischen... Oh. Zwischen Fernkampf und Nahkampf spielen musst. Nice. Und dass du damit eben auch stärker wirst, dass deine Nahkampfattacken dann stärker werden. Ich glaube nicht, dass die auf mich zukommen sollten. Ah, ich kann die aber wegpunchen. Da habe ich meine Ruhe. Ich frage mich, ob sich mein Blaster auch schneller beruhigt, wenn ich Leute punche, aber wahrscheinlich nicht. Weil das macht da nicht so viel Sinn. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, dass das dann, dass deine, dein Blaster
rot leuchtet, dass du dann mehr Damage machst. Das finde ich geil. Finde ich geil, ja. So, wir sind noch auf dem richtigen Weg, wahrscheinlich. Ich war doch auch noch nicht auf dem Planeten. Ich kenne mich doch nicht aus. Da es ein Metroidvania ist, würde ich jetzt nicht so viel Story erwarten. Es wird schon Story haben. Aber wahrscheinlich eher in der Form von Lore. Oh Gott. Wow. Ha! Krasser Move. So. Vielleicht sind wir ja eigentlich eine richtig krasse Kampfeinheit. Keine Ahnung, warum wir hier gestrandet sind, aber... Kämpfen können wir auf jeden Fall. Auch wenn wir uns an nichts erinnern und einfach aufgewacht sind. Wir sind ja eine Nekro-Rüstung. Entweder eine oder die Nekro-Rüstung. Oh Gott! Was das genau bedeuten soll, werden wir wahrscheinlich im Verlauf des Spiels erfahren. Oh weia, oh weia! Gut, gut, läuft ja bis jetzt. Lass deinen Tumor stecken, Alter. Ich brauch den nicht, danke. Gut, 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 gut. Kann ich hier rein? Ich kann da durchschießen. Aber ich kann da nicht rein. Und ich komme da also dann auch nicht hoch, ne? Weil ich kann mich nicht an den Klippen festhalten. Das heißt, wir sind umsonst hier lang gelaufen. Wir können auch nicht da hoch. Oder? Nee. Ich kann hochspringen, also hochschießen, aber nicht hochspringen, so rum. Double Jump habe ich auch nicht. Hm. Dann watschel ich wieder zurück. So ist das in Metroidvanias, da muss man halt oft backtracken. Wird natürlich auch rausgekattet, wenn ich größere Strecken backtracken muss, aber bei den 3 Metern, die wir jetzt gegangen sind. Soll ja auch eine Präsentation sein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das Spiel spielt. Und bis jetzt spielt es sich extrem gut. Kann mich nicht beschweren. Bin auch froh, mal wieder eine Karte zu haben. Hab lange kein Spiel gespielt mit einer richtigen Karte. Vor allem nicht mit so einer sauberen und ordentlichen Karte. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte... Wow, wow, wow. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ich glaube, das letzte Spiel, das ich gespielt habe mit so einer sauberen Karte, war Haiku. Haiku the Robot. Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Also hätten wir doch der Lady folgen sollen. Dann sollte ich vielleicht anfangen, damit auf die Frau zu hören. Oh oh. Bitte stirb! Okay. Dann stirb er jetzt aber. Oh nein! Oh mein Gott, der Dumarsch! So. Anschießen, anschießen. Bam, bam, bam. Funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon heilen will. Ich meine, ich kann ja mal. Wie viel heilt das? Es hat mich voll geheilt. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das super extrem viel war, was mich jetzt geheilt hat oder nicht. Werden wir wahrscheinlich in der ersten Paniksituation rausfinden, wenn ich nur noch 10 HP habe und den Heal-Button drücke und ich nur um 20% geheilt werde. Na, okay. Die sind nicht ganz so krass. Sind eher ziemliche Opfer, wenn ich ehrlich sein darf. Kann ich da nicht rein? Sieht aber aus, als könnte man da rein. Hm, na gut. Gehen wir da halt nicht rein. Ich versuche ja nur Secrets zu finden. Ich will doch nur Geld für mehr Level. Und mehr Level heißt mehr Stärke. Und mehr Stärke heißt mehr Damage. Achso, das ist der Shortcut wieder zurück. Da will ich dann nicht lang. Erstmal. Hallo. Ich habe irgendwas piepen hören. Oh boy. Oh, kein Platz zum Dodgen. Ich habe keinen Platz zum Dodgen. Oh nein. Okay, warten, warten, warten. Jetzt. Aha. Habe ich gerade... Oh mein Gott. Wie in Elden...
Seht ihr die riesige Roboterstatue im Hintergrund zwischen den Bäumen? Ich dachte, das wäre ein Baum, aber das ist kein Baum. Das ist eine Statue. Hier, die da. Oh weh. Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwann mal gegen so ein Ding kämpfen. Darf ich zumindest vermuten. Auch spannend wäre es natürlich, ob die Gegner respawnen, wenn man sich an den Cave ransetzt. Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass das so ist. Weil sich viele Spiele ja... Was ist das? Was höre ich da? Weil sich viele Spiele ja an Dark Souls mittlerweile orientieren und Hollow Knight das ja auch schon gemacht hat. Dass die Gegner sich resetten. Oh mein Gott. Wenn man speichert und nicht einfach so, wie in Metroid damals, wenn du den Screen verlassen hast. Jetzt, komm. Stirb doch! No? Okay. Mein Blaster ist übelst am Leuchten. Der Jump Attack macht extrem viel Damage. Aber dafür brauchen wir erstmal die Möglichkeit, irgendwas zu Jump Attacken. Weil gegen die Fliegen werde ich keinen Nahkampfangriff machen. Wow. Die Musik klingt auch ein bisschen verzerrt. Das macht mir ein wenig Sorgen. Ich könnte da runtergehen, aber nee. Ich hoffe, dass hier drüben ein Speicherpunkt ist. Die Norberg Laboratory ist wieder im Labor. Ist das ein Aufzug? Offensichtlich ist es ein Aufzug. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen im Weg, wenn es um die Untertitel geht. Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen anpassen. Gucken wir mal. Immer noch kein Speicherpunkt, by the way. Also wenn ich sterben sollte, was mir natürlich nie passiert, aber falls ich sterben sollte, bin ich dann wieder ganz da hinten an dem Safe Point. Okay, da drüben ist ein Item. Da komme ich aber nicht hin. Vielleicht aber so. Wieso ist das so eklig geworden gerade? Da komme ich nicht hoch. Nö. Will das nicht. Das will ich aber haben. Da komme ich aber nicht rüber. Oh mein Gott, das klingt wie ein Neugeborenes. Das schreit. Der großartig. Achso, halt. Moment. Hier machen wir mal noch eine Markierung hin. Und... Okay, da drüben muss ich keine Markierungen machen, weil da komme ich gleich ran. Was ist das? Ist das eine Maschine da hinten? Ich sehe irgendwas sich bewegen da. Da ist so ein kleines Ärmchen, das... macht. Okay. Don't mind me. Oh, was ist denn das? Nanogel-Ansammlung. Bin über irgendwas drüber gelatscht. Ich glaube, dass ich hier auf die ganzen Eier trete, freut das Kind nicht unbedingt. Wenigstens kommen wir jetzt zu dem Item da unten, was wir gesehen hatten. Und das ist der Phasenhechtsprung. RB, recht. Hechte vorwärts, um Gefahren zu entgehen und neue Orte zu erreichen. Das kann schon sein. Oh mein Gott. Ah, dafür brauche ich auch Stamina. Wow. Ah, ich kann das aber hintereinander spammen. Und wenn ich springe, kann ich in der Luft einmal. Okay. Kann ich auch damit nach oben dashen? Oder ist es nur nach links und rechts? Ist nur nach links und rechts. Sollte aber erstmal reichen, um ein oder zwei Items zu holen, die wir noch nicht haben. Hatten holen können, wie zum Beispiel das hier. Mittlere Nanogel-Ansammlung. Dann können wir die Markierung gleich wieder wegmachen. Ich denke, das war es wert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder runter. Also hier drüben. Ups.
dann hoffentlich zu einem Safe Point kommen. Lass mich bitte rein. Hallo? Okay, lässt mich scheinbar nicht rein. Ach so! Ne, warte mal. Also da müsste ich jetzt weiterkommen. Nach unten. Warte, nach unten? Da ging es nach unten. Habe ich nicht gesehen. Kommen wir offensichtlich rechts nicht weiter. Durch die Tür komme ich nicht durch, egal was ich tue. Dann müssen wir jetzt versuchen, irgendwie anders weiterzukommen. Keine Ahnung. Nach oben kann ich nicht, nein. Vielleicht werde ich jetzt von irgendwas überfallen. Okay, es klingt immer lauter und immer wütender. Wir gehen mal. Ist das eigentlich Staub, den ich aufwirbel? Ja, okay. Also werde ich hier nicht von irgendwas verfolgt, das dachte ich nämlich vorhin. Oh Gott, ich höre es wieder. Kann ich damit nach oben? Nee. Reden die... Also die kommunizieren mit uns. Oder sie kommuniziert mit uns. Aber sie hat ja... von mehreren Leuten gerade geredet. Während eines Hechtsprungs bist du unbesiegbar. Dieser Effekt hat eine kurze Abklingzeit. Warum wäre das jetzt gerade spontan relevant? Achso, weil ich ein Idiot bin. Na, ich wollte ja eh wieder nach unten. Hier soll ja irgendwo... Ach so. Warte, was? Ach so? Aha! Solide Mechanik, dieses... Was ist das? Blutharz. Da kommen wir nicht durch. Eine solide Erkennung, diese Mechanik, dieses durch die Gegend dashen. Kleine Nanogel-Sammlung. Sollten wir dann auf jeden Fall benutzen. Sobald wir bei der nächsten Level-Up-Station sind. Da war gerade ein Autosave. Oh, wow, Jesus Christ. Da ist nicht nur ein Autosave. Da ist gleich ein ganzer Save. Einfach aus dem Boden gewachsen. Das ist ja ganz nett, aber deswegen kann ich trotzdem jetzt hier nicht leveln, weil hier ist keine Statue. Kein Roboter. Und gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Moment, kurz auf meinen Hechtsprung warten. Oder schreit doch Bossfight hier oben. Oh boy. Irgendwas blurbelt und gurbelt. Wie viel Damage mache ich damit? 178, Alter. Bam! Was ist denn mit der Wand? Oh Gott, die Geräusche. Oh! Ich hab keinen Platz! Oh Gott, die sind einfach in Pain. Die sind aber mit irgendwas infiziert. Das sind doch diese normalen blauen Aliens. Oh, Oh oh. Okay. Habe ich den gerade mehr Damage gemacht, als ich ihn in den Kopf geschossen habe? Hat das Spiel tatsächlich Trefferzonen? Oh, das wäre ja awesome. Wäre das erste 2D-Game? 2D-Metroid? 2D-Metroidvania, sorry. Ist ja kein richtiges Metroid, ist ja nur ein Metroidvania. Das Trefferzonen hat, oder? Roslock Drift Beta. Ich komm nicht durch! Oh, ich krieg aber Damage. Okay. Ich dachte, ich hätte
iFrames. Hä? Oh, es wird mich umbringen! Es wird mich umbringen! Oh Gott! Ich will doch nicht. Heil dich jetzt. Jetzt können wir rausfinden, wie viel das heilt. Das heilt echt viel. Okay, das ist tot. Das ist tot. Kurz auf den Blaster warten. Ein bisschen zumindest. So, bin ungeduldig. Und klonk. Reicht. Okay. Da oben sind nochmal 20 davon. Kann ich da rein? Nee. Achso, manche davon sind nur Deko. Okay. Aber das da, wollte gerade sagen, ist auf jeden Fall noch eins. Oh, das war knapp. Müsste das letzte gewesen sein. Oh, da kann man rein. Peng, 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 peng. Kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Oh, shit. Haha! Ein Heilungskern. Ein zweiter Heilungskern. Das ist big. Die liegen also einfach irgendwo in der Pampa rum. Man kriegt die nicht unbedingt, wenn man irgendwelche großen Ziele erreicht, sondern man muss tatsächlich erkunden. Das finde ich auch schon mal dicke nice. So, ich würde jetzt eigentlich doch ganz gerne einen Bossfight finden. Einfach um das zu demonstrieren in der ersten Folge. Aber wenn es nicht so sein soll, dann ist es so. Was ich jetzt nice finde, wenn man einen Heilungskern aufsammelt, dann wird der vorherige Heilungskern auch aufgefüllt. Und damit habe ich jetzt wieder volle Charges, beziehungsweise habe jetzt sogar noch einen übrig. Und volle HP. Komme ich da raus? Tatsächlich. Will ich aber gar nicht. Ich will hier lang. Okay. Die kann man doch bestimmt schön zerballern. Jawohl. Yikes! Peng, 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 peng. Also ich habe mich am Anfang beschwert, dass man die grünen Bobbelchen aufsammeln muss. Aber muss man ja gar nicht. Die werden ja einfach zu dir gesaugt. Deswegen... Dopp. Dopp kann ich mich nicht beschweren. Watschel, watschel, watschel. Ich warte durch irgendwelche organischen Dinge hier in diesem... Naja, es ist ein Nest. Vielleicht ist es ein Zerg- oder Tyranniden-Nest, wer weiß. Nanogel-Ansammlung. Jetzt gib mir doch mal noch einen Bossfight hier. Lass mich irgendwas vermöbeln. Ich spüre, dass wir kurz vor einem Bossfight sind. Ich spüre es in meinen Hoden. Bam. Oh oh. Oh oh. Da will ich nicht runterfallen. Nicht in unbekanntes Terrain fallen. Terrain. Hätte auch oben erstmal reingucken sollen vielleicht. Oh mein Gott, so viele Wege. Ich werde mich restlos verlaufen. Wir gucken nochmal ganz schnell da drüben hin. Hä? Ach, das Ding ist wieder respawned. Habe ich nicht gesehen. Tatsächlich, der Kopf kriegt mehr Schaden. Das ist ja geil. Die Dinger sind ein bisschen wie Headcrabs, ne? ...207 auf die Rübe. Bam! Ich darf nur nicht im Gift stehen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Oh mein Gott, wie viele denn noch? Ah! Ich sollte vielleicht nicht einfach stehen bleiben, wenn sowas auf mich zuläuft. Komm, 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 stirb, 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 stirb! Jesus! Hat der mich erschreckt. Oh boy! Oh, ich sterbe! Nein, so darf es nicht enden! Ah, dammit, jetzt muss ich raus. Ah, wie mache ich das denn? Ich habe keine AP, ich habe nichts zum Heilen. Okay, es ist zumindest nichts respawned. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Dinger jetzt wieder voller HP haben. Nein, 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 nein! Okay, das Ding ist zumindest schon mal down.
Jetzt muss ich nur noch den Großen irgendwie killen. Yikes! Dodgen! Nice, nice, nice. Haha! Leben kriegst du mich nie, du Sacknaht! Got him. Jetzt kommt noch einer raus, pass auf. Oh, das Ding ist ja mal ätzend. Bleib stehen! Okay. Hält wenigstens nicht so viel aus. Ich wünschte, die wären irgendwo so Lebensschnecken, die ich zerquetschen kann. Aber na gut. Oh, Heilungskern, das war big. Richtig dicker Progress. Richtig nice. Okay. Alles klar. Infolgedessen, dass die Folge schon fast 40 Minuten lang ist und dass ich jetzt hier keinen Boss finde, würde ich mal sagen, das ist ein guter erster Eindruck. Ich mag das Spiel sehr gerne. Ihr dürft dann, sobald die Umfrage läuft, für entweder Moonscars, heißt das so? Ich glaube Moonscars, das ist so Dark Fantasy, Metroidvania, Souls-like, I don't know, irgendwie sowas in der Richtung, oder dem her abstimmen. Und ja, freue mich darauf, was ihr euch entscheidet. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann jetzt auf jeden Fall noch eins dalassen. Und für die, die schon abonniert sind, ein Like hilft mir auch extrem weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.